herzlich willkommen zurück zu Crysis 2. Während unsere Energie mal wieder knapp wird und böse Buben noch auf uns warten, müssen wir ins Hargreave Rash Gebäude, was wir gerade, wo wir uns gerade den Weg frei gemacht haben, müssen wir da rein. Den mit Fahrstuhl nutzen. Auf jeden Fall müssen wir ganz weit nach oben, was man ja meistens mit dem Fahrstuhl macht, oder wenn man ganz viel Muskelkraft, zu viel Zeit und Energie und sonst was hat, dann macht man das halt auch ohne. Frage ist, wo war denn dann nochmal der Eingang? War das hier drüben? Hier drüben eher nicht. Wo war denn das? Wir hatten mit dem Geschütz von da hinten. Ist das hier unten oder wo war das nochmal? Könnte auch da gewesen sein. Ein böser Bube. Tut mir nichts. Ich bin noch ein ganz netter. Also hier unten war das. Ne, ja, mach mal. Ich laufe dann so lange hier rein, ja? Ist das ein Plan? Tada! Ja, ich glaube, der wird nicht nachkommen. Da hat er doch keine Lust drauf. Und der andere Typ, der da noch irgendwo ist, ne, der hat auch keine Lust. Na gut, dann nicht. Dann gehe ich mal so lange tauchen. Schauen wir mal nach, wo es denn hier hingeht. Höchstwahrscheinlich in die Tiefgarage, die ein bisschen überflutet ist. Mache mit Bioreparaturprotokoll ein Upgrade am Nanosuit. Nimm den Aufzug in die Lobby. Ich traue dem Fried nicht so ganz. Was ist das? Nutzung auf eigene Gefahr, irgendwelche roten Fässer eventuell. Wir können es da drüben noch so ein bisschen eindecken, solange hier niemand guckt. Führe mit dem Bioreparaturprotokoll ein Upgrade am Nanosuit durch. Nimm den Aufzug zur Lobby. Also alleine sind wir auf keinen Fall. Ist ja auch zu schön gewesen. Wir gucken einfach mal nach, wer denn hier so ist. Okay, da sind schon welche. Das sieht nach Menschen aus. Oh ja, viele Menschen. Von Sarah mal wieder. Eigentlich sind überall Menschen. Ah! Der hat uns beinahe gesehen. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Okay, einen kriegen wir vielleicht weg, aber es sind echt deutlich zu viele. Wir könnten mal probieren. Genau sowas zu machen. Hier spricht Jacob Hargreave. Ich sagte Feuer einstellen. Sie können mich mal, alter Mann. Prophet stirbt. Idioten. Der Anzug. Alles kaputt. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung. Feuer einstellen. Tja, da hört keiner mehr auf Jack Hargreave. Da müssen wir das halt alleine klären. Ihr Jungs seid hier. Okay, ich kriege ich. Seid ihr schon? Alles gut, wir kommen voll hinten quasi. Sonst noch wer? Erstaunlich wenig Munition bislang gebraucht. Da kommen aber noch mehr. Ist da irgendwas? Nö, nö. Alles gut. Ich vertraue dir da. Okay. Das ist bei denen ein bisschen einfacher. Die halten ja nicht ganz so viel aus wie die fiesen Aliens. Kurz gucken, ob uns da jemand umlaufen wollte. Nö, will nicht, oder noch? Ne, der ist noch weiter weg. Was haltet ihr davon, wenn ich euch eine Granate rüberschmeiße? Oder ich komme einfach mal durch. Habt ihr sicher auch nichts gegen. Na! Schlingel, was? Mann am Boden? Würde ich so nicht sagen. Ach so. Halt. Und da hinten ist noch ein dickes Geschütz. Ach so, sogar Mann auf Geschütz. Ach
ist das schön. Mal wieder mit ein, zwei Schuss einen bösen Typen kalt machen. Ich hab's doch sehr vermisst. Was war das immer für stressige Aktionen? Immer so mit 100, 200 Schuss da reinballern, wenn's hart auf hart kam. Okay, sonst scheint da keiner zu sein. Aber das muss ja nicht so bleiben. Gucken wir mal nach, was denn hier so ist. Granatnachschub wird auch sehr gern genommen. Einen alten Rechner könnte man noch mitnehmen. So, von hier aus hätte man ihn auch schön kriegen können. Kein Kontakt, alles sicher. Da revidiert er seine Meinung gerade. Alter, habe ich nicht gerade gesagt, dass du kaputt gehst? So, jetzt aber. Man muss sie halt entsprechend motivieren, dann klappt das auch schon von alleine. MG. Naja, muss er ja wissen. Okay, das ist fies. Ganz fies. Machen sie sogar ihr eigenes Fahrzeug kaputt. Wenn ich doch nur wüsste, wo der Hampelmann ist, dann könnte ich ihn vielleicht... Ach, dahinter ist er. Dann nützt es wahrscheinlich genau gar nichts, wenn ich das Fass da kaputt mache. Aber probieren kann man es trotzdem. Nur so spaßeshalber. Gucken wir mal nach, wie viel das noch sind. Nur so 3, 4. Das Gute ist, jetzt wo das Fahrzeug kaputt ist, geht es ja nicht kaputter. Soweit ich weiß, war da noch einer. Sogar mehrere. Die werden wahrscheinlich nicht alle auf einmal angezeigt. Ja. Lalalala. Was haltet ihr denn eigentlich davon? Ich euch das mal vor die Nase werfen. Hast richtig Spaß gehabt. Dann, ne? Glaubst du, ja? Ja, das hast du wirklich. Und ich finde... Was? Es klang gerade so, als hätte jemand uns gesehen. Ich hab ganz sicher was gehört. Tarnfeld aktiviert. Ach, in dem Raum wahrscheinlich. Und dann dachte er, oh, ich muss jetzt schon mal sagen, oh, fürchte dich und hab Angst und fürchte dich und hab Angst und sowas. Da war nichts da. Oder ne, der war eine Etage über uns. Das könnte auch sein. Wollte ich doch gerade Munition mitgehen lassen. Achso, so einen Hampelmann auf dem Geschütz. Da finde ich doch sicher was. Was uns beiden gefällt. Kurz wieder nachschauen. Hinter der Mauer sind sie. Tarnfeld aktiviert. Na, kommen sie raus. Jetzt muss ich euch leider ausräuchern. Ausruhchen. Das kann man so weit werfen. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ach so. Haha. Damit hast du wohl nicht gerechnet, ne? Dass ich dich einfach so umlaufe, also quasi im Rutschen von den Füßen hole. Das fand er, glaube ich, nicht so cool. Tja, der Hampelmann ist da oben weg. Wo sind denn die nächsten? Die verstecken sich doch schon wieder irgendwo. Hinter meinem Rücken. Ach, schiede was. Da muss ich natürlich ausgerechnet da. Nach. Der läuft da noch weg. So. Ja, schon blöd, wenn so ein Helm da rausguckt. Da machst du halt nicht viel gegen, ne? Der Helm muss mit. Hier ist bestimmt wieder viel los. Erstaunlicherweise gar nichts. Büros, wir könnten ja mal hier durchgehen. Also gucken. Da kommt man nicht durch, muss ich dann halt doch schon durch das offizielle Ding hier. Oder wir gehen oben rüber.
Nicht, dass nachher noch Alarm ausgelöst wird und dann weiß jemand, dass wir da sind. Ach, halt. Und die Musik ist immer noch toll. Da kommen sie vorbei. Ich tarn mich mal gerade. Basishalber. Während der da meint, er wäre in Sicherheit. Naja, kann er meinen. Seine Entscheidung. Hinter den Tresen. Wobei, machen wir das so. Immer noch nicht genug. Machen wir quasi so einen Stellungskrieg. Ja, toll. Eigentlich ist das gut hier, aber auch blöd, wenn dann so ein Granätchen reinfliegt. Weiß gar nicht, ob die sowas machen. Steckst du dich da, oder? Ja, na. Bleibst du wohl da? Also wenn schon und verstecken, dann auch da bleiben. Das Rumrutschen ist echt toll. Ich glaube, als ich Crysis zum ersten Mal gespielt habe, habe ich die Funktion überhaupt nie genutzt. Das MG wackelt, also lebt er noch. Ah, ich bin doch gar nicht auf dir. Was ist das denn für eine komische Anmache? Ist der jetzt platt hinterm MG oder nicht? Achso, da ist noch so ein Hampelmann. Der sich das eventuell schnappt. Na gut, das ist mal wieder ein klarer Fall für eine Granate. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. So, das war's mit ihm. Nachladen. So, jetzt mal gucken, wer da so guckt. Sieht ja mal zuerst gut aus. Bevor ich dann feststelle, oh, es ist doch sehr viel nicht Alien-Zeugs, sondern eher so Gegner-Zeugs in der Gegend. Könnten wir die Felinen mitnehmen. Ich glaube aber, ich bleibe bei dieser, die ist so schön. Eine Frage wäre, wenn hier gerade zufällig keiner guckt. Würde ich gerade mal ausprobieren, ob man diese Kameras eigentlich... Okay, kann man nicht kaputt machen. Schade. Ich hätte ein bisschen was von Portal gehabt, nur halt mit Kanonen. Was haben wir denn hier? Kann man damit rumspielen? Ja, das geht. Granatennachschub ist auch sehr schön. Na gut. Auch sehr schön, wie sie so ein ganzes Gebäude verschandelt haben. Hier hätten wir auch noch ein bisschen Munitionsnachschub. Na gut, dann schauen wir mal, was hinter der Tür wartet. Ach, ein Aufzug, endlich. Greife auf das Sicherheitsterminal zu. Also dieses Sicherheitsterminal. Ja, das klang gut. Auch wenn ich nicht weiß, warum das ein Sicherheitsterminal sein soll. Ich finde das einfach die Aufzugsteuerung. Man drückt drauf und landet irgendwo. Tarnfeld aktiviert. Ja, noch ist es wieder verboten, ruhig. Ja mal eine Anmeldung fragen, ob hier zufällig böse Buben gesehen wurden. Ah, das ist aber hübsch. Ist ein Aquarium oder was ist das? Ich hab keiner in der Etage zu sein. Boah, das ist ja unglaublich hübsch hier. Also muss ich den Mr. Hargreave mal loben, was er sich da für ein Haus hingestellt hat. Echt hübsch, echt fein. Naja, Aquarium. Bisschen verkommen. Wobei, da sind noch irgendwelche Dinger drin. Das ist auch nur Müll. Ja, das scheint nur Müll zu sein. Schade. Na gut. Dann nehmen wir das hier. Vielleicht ist das auch das Sicherheitsterminal. Wer weiß. Erledigen Sie ihn, Gentlemen. Mit aller Gewalt. Ich will, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat. Was machen Sie da, Lockhart? Eieieiei. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung, Lockhart. Sie Idiot. Glauben Sie, Sie können sich vor der Zukunft verstecken? Wir haben keine Wahl. Dieser Hund geht jetzt nicht auf die Jagd, Hargreave. Das Direktorium ist auf meiner Seite. Es wird Ihren Blödsinn nicht mehr hören. Ich habe hier das Kommando. Geben Sie auf! Ach, Lockie Hardy.
Du wirst es wohl nie verstehen, ne? Ob man den nicht auch so von der Seite kriegt? Naja, so nicht. Und wenn er wegrennt, dann schon gar nicht. Wir können uns eigentlich mal in dem Teil des Raumes verstecken. Um dann einen nach dem anderen auszuradieren, so wie wir es immer gemacht haben. Und das nur aus einem einzigen Grund. Weil wir es können. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüssi!